Rasenballsport Leipzig ist gerade in einer relativ prekären sportlichen Situation. Es deutet sich an, dass er nach 5 Spielen 5 Punkte stehen und da einiges passieren könnte, eventuell auch auf der Trainerposition. Da haben wir ja schon gesprochen über einen Mann, der da möglicherweise bald stehen und sitzen könnte, nämlich Marco Rose, und das nicht ohne Grund. Denn Leipzig sucht ja auch, offiziell suchen sie noch, nach einem neuen Sportdirektor. Jemand, der da so ein bisschen die Kompetenzlücke füllen könnte, die definitiv dort klafft. Solange da im Prinzip nur Minzlaff als starker Mann auftritt. und derjenige, der diese Lücke wahrscheinlich schließen wird und soll, das deutet sich an, ist Max Eberl von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Thema, das in den letzten Tagen... Nicht mehr von Borussia Mönchengladbach. Natürlich. Nicht mehr von Borussia Mönchengladbach. Thema, das in den letzten Tagen, Wochen auch ziemlich kontrovers diskutiert worden ist, aber noch nicht so richtig von uns. Und die Frage, die so über allem steht beim Thema Max Eberl zu Rasenballsport Leipzig, ist so ein bisschen eigentlich, darf der das? Und die Frage werfe ich mal hier in den Raum. Tja, natürlich darf er das. Der Mann darf sich den Job aussuchen, den er möchte. Und ich glaube, in erster Linie ist es, glaube ich, gut, dass der Mann sich wieder in der Lage fühlt, überhaupt zu arbeiten. Ja. Deswegen, das muss man auch, glaube ich, unterscheiden, weil viele Leute, wenn man da so auf Social Media unterwegs war, dass das dann irgendwie mit dieser mentalen Krankheit in Verbindung gesetzt wurde und ihm Vorwürfe gemacht wurden, hat er uns alle verarscht, ging ihm doch gar nicht so schlecht. Ist er hat so ja nie eine, Bullshit? Es wurde ja auch niemals, er hat niemals gesagt, dass er eine Krankheit hat, gesagt, er ist erschöpft, er kann es gerade nicht mehr. Genau, also man könnte hier ein Burnout rauslesen, was natürlich dann auch irgendeine, ist dann auch eine Krankheit, aber von der kann man sich auch erholen. So, es ist, ja. Dass der Mann wieder in der Lage ist zu arbeiten, ist erstmal ein gutes Zeichen und theoretisch, also ganz einfach gesagt, darf er das natürlich. Ja, er darf das. Was er auch darf, ist sich nicht wundern, dass er jegliche Kredibilität verspielt hat. Ja. Zumindest für mich. Er hat RB Leipzig in der Vergangenheit heftig angegangen, als er noch bei einem Traditionsverein, bei Borussia Mönchengladbach war. Und ich sage eine Sache, und ich möchte, die geht nicht gegen das, was Krüger gerade gesagt hat. Ich bin komplett derselben Meinung. Es ist erstmal positiv, dass der Mann sich wieder in der Lage sieht, zu arbeiten. Dass er letztes Jahr im September bei denen zurücktritt und es im Dezember von die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ich kann mich davon, ganz persönlich, ich, die Privatperson Nico Heimer, kann mich davon nicht freimachen, dass ich da, dass mir, das sitzt mir nicht ganz richtig. Nee, also, das sehe ich anders. Ich finde schon, dass du genug haben kannst und fertig sein kannst und ausgebrannt sein kannst und dich dann irgendwann entscheidest, doch wieder einzusteigen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass du mit den Worten aussteigst, wie sich der Fußball entwickelt, der kommt dann nicht mehr klar. Möchte nichts zu tun haben mit dem modernen Fußball und dann... Und dann geht er ausgerechnet zu RB Leipzig, weil, also das, was jetzt dann auch auf ihn einprasseln wird, das ist natürlich dann auch eine selbstverschuldetes Feuer, in das er sich da begibt. Nickers hat die Waffe geladen, das will ich jetzt hören. Also, losgelöst von der gesundheitlichen, mentalgesundheitlichen Komponente, muss er sich einfach an den Worten messen lassen, die er in der Vergangenheit selbst gewählt hat. Und da ist er als Kritiker aufgetreten von Leipzig und auch von der grundsätzlichen Entwicklung des Profifußballs für die Leipzig und die Fehlentwicklung, zumindest in unseren Augen, für die Leipzig ja irgendwo auch in Deutschland zumindest ganz klar ein Stück weit steht. Und dass er da, dass da eine Lücke klafft zwischen dem, was er gesagt hat und dem, was er tun würde, die ist ganz klar. Und für die, an der muss er sich auch messen lassen. Und die Kritik, die darüber kommen wird, die ist auch vollkommen berechtigt. Und die muss man auch zulassen und hinnehmen können. Zu dem anderen Thema, was ja da mitschwingt, das ist ja auch so ein bisschen das Tabuthema, was im Raum steht, ist irgendwo dieser mal mehr, mal weniger explizit ausgesprochene Verdacht, er könnte unter dem Vorwand, dass es nicht mehr ging, sich bei Gladbach verabschiedet haben, um dann jetzt woanders weitermachen zu können. Das ist ja der schlimmstmögliche Verdacht, der da im Raum steht. Und da würde ich Folgendes zu sagen. Es ist, und es wird unvermeidlich sein, ich glaube, wenn Sensibilisierung für mentale Gesundheit sich so entwickelt, und da muss immer noch viel, viel passieren, vor allem im Fußball, dass Leute offen drüber sprechen und es eingestehen können, es wird den Nebeneffekt geben, dass es in ganz, ganz außergewöhnlichen Einzelfällen Menschen gibt, die das in irgendeiner Art und Weise zynisch vielleicht nutzen, um sich irgendwelche... Was wir Max Eberl hier nicht unterstellen wollen. Das gibt es immer. Also, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, damals, als Hakan Calhanoglu krankgeschrieben worden ist,
Das war schwierig zu beispielen. Dabei ist bei den allermeisten das Gefühl da gewesen, es fällt uns sehr, sehr schwer, das zu glauben unter den Umständen, unter denen das passiert. Aber, da ist das große Aber für mich, selbst wenn dem so wäre, dass es irgendwo diese Menschen gibt, selbst wenn dem so wäre, sind das, glaube ich, so verschwindend wenige, erstens, und überwiegt der Vorteil, wenn die Leute drüber sprechen und offen drüber reden, so sehr, dass man es im Zweifelsfall einfach ertragen und hinnehmen muss. Und bei Max Eber gilt letztendlich, und das wird immer das Dilemma sein, es gibt am Ende des Tages immer nur einen Menschen, einen einzigen Menschen, der das Recht hat und der dazu befähigt ist, zu sagen, wie es ihm geht und wozu in der Lage ist und wozu nicht. Und das ist der Mensch, den es betrifft, selber. Und das ist in dem Moment so gewesen. Und das kann jetzt eine ganze Zeit lang später anders aussehen. Und dass es da Gerüchte über Leipzig gibt, ist ja jetzt auch nicht mega überraschend. Natürlich bei Max Eberl irgendwie schon mehr, aber da war es, gab es immer mal wieder Gerüchte über andere große Clubs. Da gab es zigmal Bayern-Gerüchte, dass der irgendwann zu einem größeren Club geht. Aber trotzdem, das muss man ja respektieren. Und ich finde, das, was du ansprichst mit mentaler Gesundheit und dem Umgang gerade im Fußball, da muss noch so viel getan werden. Weil der Mann kann sich nicht in der Lage fühlen, in dem einen Moment nicht im Fußball arbeiten zu können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und kann irgendwann sich aber später wieder in der Lage fühlen. Ja. Und ich glaube, wenn Max Eberl zu einem anderen Club jetzt gehen würde, würde da kaum drüber gesprochen werden. Nee, wenn der jetzt aufschlagen würde, was weiß ich. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, RB macht schlimmer, 100%, aber da würde drüber gesprochen werden. Von manchen, also Ausgewählte sowieso vielleicht. Es wird ja auch immer die Leute geben, die das Ganze sowieso relativieren. Die gibt's eh. Und auch nicht verstehen, was das bedeutet. Und ich glaube, was man auch bedenken muss, für uns ist die Zeit gefühlt sehr, sehr schnell vergangen zwischen Rücktritt bei Gladbach und jetzt, weil wir alle auch komplett. Aber 8 Monate nichts tun oder wie lange auch immer das war. Im Alltag gewesen sind. Ja. Für uns ist es schnell vergangen, weil wir alle komplett eingespannt waren. Aber ich glaube, man unterschätzt auch, wie viel. Also wenn man nichts tut, in Anführungszeichen, oder nicht mehr arbeitet, wenn man die Zeit für sich hat, wie lang dann alleine auch schon vielleicht 6 Wochen, 2 Monate, 3 Monate sein können und wie viel Zeit das auch gibt, um eventuell zu regenerieren. Also ich glaube, für uns alle ist die Zeit gefühlt deutlich schneller vergangen als vielleicht zum Beispiel für Max Eberl. Und ich bin aber auf der anderen Seite natürlich komplett dabei, dass Max Eberl mit einem Move zu Leipzig sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt. Wobei ich aber auch mittlerweile so abgestumpft bin und sage, wer immer noch an Glaubwürdigkeit im Profifußball glaubt. Wer aufgegeben hat, daran zu glauben, dass es mal was Gutes im Profifußball geben kann, das halte ich für viel problematischer. Also ich werde mir das nicht nehmen lassen, auch wenn ich damit jedes natürlich, Mal auf die Schnauze fange. Es wird immer noch Typen geben, die glaubwürdig bleiben. Aber trotzdem kann mich sowas nicht mehr schockieren. Ja, schockiert bin ich auch nicht. Und wir sind uns komplett einig, der Mann darf das. Er darf für RB Leipzig arbeiten. Nikas hat das sehr gut zusammengefasst, du hast es sehr gut gesagt. Es ist zu 0% an uns zu beurteilen, wie es einem Menschen geht. Nein. Fertig. Da gibt es auch keinen, da gibt es dann auch keine Nuancen oder kein Aber bei dem. Und wie gesagt, deswegen ist es, was ich versuche zu sagen, auch sehr schwierig. Aber was ich halt sage, für mich ganz persönlich, dass es die Gerüchte so schnell danach gab und es jetzt passiert, da kann ich, und das hat nichts mit seiner mentalen Gesundheit zu tun, das hat nur damit zu tun, dass ich ihm seine Kernaussage eben dann nicht glauben kann, dass er nicht im Fußball arbeiten kann. Und das macht es halt für mich was ich sage. Für Gerüchte müsste er gar nicht involviert sein. Also es kann ja durchaus sein, dass er aufhört zu arbeiten. Weil mehr als Gerüchte. Und Leipzig will ihn aber haben. Aber das war es war ja schon ein bisschen mehr als Gerüchte. Das war ja, wenn man da so ein bisschen in Leipzig so ein bisschen sich umgehört hat, das Ding war schon relativ. Vielleicht sind die auf ihn zugegangen und er hat gesagt, ey Leute, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber nicht jetzt. Lass uns da sonst von drüber sprechen. Ja. Und du weißt ja, wie Gerüchte auch entstehen. Da braucht es nur einen geben, der damit zu einem Bildreporter oder sonstigem Reporter geht und das streut. Ich würde Eberl da überhaupt keinen Strick jetzt in dem Fall aus den Gerüchten drehen. Man kann ihn jetzt einen Strick draus drehen, dass Strick er halt zu Leipzig geht, wo er das zigmal kritisiert hat. Dir steht dein Grundgefühl ja trotzdem auch zu. Ja. Dieses Gefühl, das ist ja, das darfst du ja absolut haben. Ich meine, das ist ja, also losgelöst von der ganzen Situation hier, keine Ahnung, wenn du das Gefühl hast, jemand, zum Beispiel in einer Alltagssituation oder jemand lügt dich an, und du kannst es nicht konkret beweisen, aber du hast dieses Gefühl und es steckt irgendwo in dir, dann ist es vielleicht einfach auch da und vielleicht gibt es da auch Gründe für oder eben nicht. Was ich Max Eberl noch zugute heißen würde bei der Auswahl von Leipzig, der wahrscheinlichen Auswahl von Leipzig ist, dass er, wenn er sich bereit fühlt, wieder zu arbeiten, in Deutschland aktuell im Prinzip kaum eine andere Wahl hat. Das ist leider, ist es auch Teil der Wahl. Und das ist aber gut für ihn, weil du bist da
du hast ja null Druck in Leipzig. Es ist ja scheißegal, was du machst. Es juckt ja keinen. Du wirst ja vielleicht gefeuert, wenn es sportlich nicht läuft. Aber du hast ja keinen medialen Druck. Wenn es bei Dortmund nicht läuft, gucken wir also, drei Hansen drauf, reden darüber. Jede Zeitung redet darüber. Aber bei Leipzig ist es einfach nur, wir sagen dann, ha, die liegen 2-0 gegen die Eintracht hin. In der sportlichen Arbeit bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, ich habe es in der OneFootball-Show auch schon gesagt, das ist für einen Sportdirektor Schlaraffenland, dieses Projekt. Mit dem Netzwerk, was dahinter steht, was mit dem ja auch Geld, was wortwörtlich kritisiert hat, was ne, er kritisiert Karte. Hat, das macht es ein bisschen absurd, klar, aber es ist. Ja, habe ich jetzt gesagt. Wenn man, ganz, wenn man ganz neutral drauf guckt, ist es ja Schlaraffenland für einen Sportdirektor. Ja. Sportlich ja, aber Druck bekommt er jetzt trotzdem, weil er ja einfach an seinen Aussagen gemessen werden muss. Fan und jetzt, ich glaube, halt damit tut er sich keinen Gefallen, weil jetzt der Anfangsdruck wird größer sein als bei sämtlichen Traditionsclubs, wenn er da angefangen hätte. Aber wo soll der Druck denn herkommen? Da, der kommt daher, dass die von außen, dass die genau von außen ja, kommt ja. Der Druck insofern, dass die, glaube ich, die viele, dass die deutsche Fanlandschaft ihm nicht die Daumen drückt und ihm keinen Erfolg wünscht, sondern vielleicht viele sich sogar das im Gegenteil auch sogar freuen, wenn es eben nicht funktioniert, weil das natürlich auch unmittelbar verflochten ist mit dem Erfolg und Misserfolg von dem Projekt, sogenannten Projekt Rasenballsport Leipzig, wohingegen, wenn er jetzt zum Beispiel bei einem anderen Verein gelandet wäre, was weiß ich, in Leverkusen oder wo auch immer. Hätte keiner was gesagt. Das ist den meisten also meint ihr mehr Druck sogar? Jetzt zu Beginn. Jetzt, irgendwann ja, weil ich glaube, es hätte eine andere Vereine geben können, bei denen die allermeisten gesagt hätten, auch viele Gladbacher, glaube ich, ey, ich wünsche dir von Herzen alles Gute bei deiner neuen Aufgabe. Ja. Und das, glaube ich, ist bei Leipzig einfach jetzt nicht der Fall. Weil, Leipzig ist nun der kleinste oder zweitkleinste Verein der Bundesliga. Also, ne, von dem, was der, klar, sportlicher Erfolg ist was anderes, aber einfach von dem, was der Verein bedeutet, so ist es auf jeden Fall, ja, klar. Die Tradition ist auf jeden Fall relativ gering. Und deswegen glaube ich eben, dass der, wenn er da, und ich bin halt sehr gespannt auf Eberl Minzlaff und was das für Minzlaff auch bedeutet, weil ich habe schon das Gefühl, dass der sich da als Sonnenkönig eigentlich ganz wohl fühlt. Und was das in Zusammenarbeit bedeutet, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich glaube, dass er eigentlich, also vom gesundheitlichen Aspekt, wenn wir den nochmal mit reinziehen wollen, würde ich sagen, das ist der beste Job, den er machen kann. Weil ich glaube, dass der Druck, der auf dem Kessel bei Gladbach, bei Schalke, bei Dortmund, bei Frankfurt, bei Hamburg überall größer ist auf Dauer. Aber mag natürlich sein, dass jetzt natürlich, du hast ja jetzt dieses Oli Kahn-Ding, ins Stadion gehen, 60.000 Leute gegen dich haben, ist auch nicht so verkehrt, dass halt alle ihm Schlechtes wünschen, weil er bei RB ist. Ich wünsche ihm auch, trotzdem, wenn er auch wenn es zu Leipzig geht, wünsche ich ihm nicht als Person was Schlechtes. Nur ich werde Person halt, eh nicht. Dem Verein. Oder sportlich. Genau, aber ich kann halt einfach dem Verein sportlich nichts Gutes wünschen. Ja. Womit ich eigentlich zusammenfassen würde, glaube ich, wir sind uns einig, er darf, aber wir dürfen es auch scheiße finden. Ja. Für wie hoch haltet ihr die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt platzt, dass er merkt, dass das gar nicht gut ankommt und sagt, ja, ich hab's mir nochmal überlegt, ich glaube, ich lasse das lieber. Glaube nicht. Ich glaube, ich würde das unter 20%. Also wirklich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ja, gehe ich mit. Da habe ich nämlich dann meine Naivität, dass ich denke, dass der Mann darauf guckt und sagt, okay, vielleicht war das doch keine gute Idee. Ich lasse das lieber, weil noch ist ja nichts in trockenen Tüchern. Und wir haben vorhin gesagt, nicht mehr bei Gladbach, aber sie müssen sich ja trotzdem mit Gladbach einigen. Genau, Ablöse wird fällig. Genau, das muss erstmal geschehen. Es sind noch ein paar Steps, die genommen werden müssen. Ablöse hat man, wie lange ist der Vertrag noch mal von Eber? Läuft der nächsten Sommer aus? Ja, gut. Wir sind uns einig, um das Ding hier rund zu machen. Max Eberl darf selbstverständlich für RB Leipzig arbeiten. Wir freuen uns, dass Max Eberl wieder in der Lage sich sieht zu arbeiten. Ich persönlich wünsche ihm sportlich alles Schlechte und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, oder? Ja. Wie hölzern kann man irgendwas abmoderieren? Gehen wir einfach vorher raus. Komm hier, Schnitt.